Ja, das ist falsch. Entschuldigung. So. Das muss nämlich daran. Ja, ich hab's gesehen. Zwar nicht sofort, aber besser spät als nie. Warum laufen hier so viele von den kleinen Kackenviechern rum? Und die machen mir Angst, weil wenn sie da runterfallen, ich weiß ja nicht, ob die das mir ankreiden oder so. Das weiß man ja bei den Viechern nie. Also die machen mich nervös. So. Ich mach mal hier weiter. Wie ich immer sage, jeder Klotz ein Stück Sicherheit. Quick. Ja, Kackenfrosch. Bald hast du keine Chance mehr, hier irgendwas zu reißen. Hier zieht echt die Sicherheit ein. So. Ach so, ich muss erstmal das machen. Also eigentlich nicht, ich könnte es auch von oben machen. So. Hey, guck mal, wir kommen langsam daran, dass das Material weggebaut ist. Ich verschwende hier auch ordentlich Material, glaube ich. So. Ja. Ich freue mich auch ganz ehrlich, wenn wir hier irgendwie... Alter. Hör auf, da rumzuhüpfen. Jetzt hüpft er da rum und ich kann nicht bauen. So. Richtig eingebaut. Das finde ich gut. Diese Viecher, ey. Echt. Ja, und wie gesagt, kann sein, dass einiges hier Verschwendung ist, dass ich da Sachen verbaue, die überhaupt nicht verbaut werden müssen, weil es keiner sieht. Aber nun ja. Gut. Oh, gut. Guck mal, jetzt laufen die kleinen Kackenviecher hier hinten rum. Ich sollte mir vielleicht mehr Zoglins hierher locken. Wie macht man das? So, der obere Rand da kann mal komplett weggebaut werden. Die bleiben natürlich alle oben. Ist klar. Entschuldigung für all die Fails hier. Aber irgendwie ist das was Besonderes, dieser Portalraum. So. Moin. Ich guck gar nicht in die Kamera. Tut mir leid. Aber vielleicht ist das ja auch mal ganz angenehm. Wer legt hier eigentlich noch wirklich Wert auf die Facecam? Nur mal so als Frage. Ist das Kunst oder kann das weg? So. Zack. Zack. Kackenfleisch. So. Ja. Ich hole mir aber wirklich noch die Klötze von da oben runter. Das müsste eigentlich möglich sein. Dann könnte ich nämlich von hier oben. Oh fuck, wenn ich hier oben stehe, hat der Kackenlord mich direkt auf dem. Ach du meine Güte, ja. Ich habe ihn gesehen. Das Stück Scheiße, ne? Wo ist er? Da oben brennt jetzt sicherlich alles, oder? Oh, Alter.
Ich hab's doch gewusst. Wenn ich sage, ich baue da oben jetzt. Ich fühle mich so unsicher hier oben. Kann man das verstehen? Oh, da ist noch eine Treppe. Aber ich kann hier so lange bauen. Es geht so auf die Substanz. Ja, ja, ich nehme das Spiel viel zu ernst. Ich weiß. Und du bist ein Held. So. Will ich ja gar nicht leugnen. Es gibt wirklich solche Helden in Minecraft, ne, die also, die kann gar nichts erschüttern. Und, jo. Ehre, wem Ehre gebührt. So. Hürdenmann. So, also hier oben spawnt schon mal nischt. Ja, und diese Tatsache, dass man von hier oben den Kackenfrosch so wunderbar sehen kann, wird später noch eine große Rolle spielen, denn das wird das Battle Deck. Hier oben wird, von hier oben wird der Herr attackiert. Wir werden auch hier Säulen haben, aber keine Fenster drinne. Das heißt, wir können uns jederzeit hinter die Säulen zurückziehen, wenn das Viech schießt. So ist es zumindest geplant. Und vielleicht können wir dabei die eine oder andere... Oha. Ich sehe Lavatropfen. Lava is dripping on my head. La 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 la. Kann ich da runterspringen, ohne dass es mich... ich mag es gar nicht fragen. Schubst mich nicht. Ich habe jetzt hier zu tun. Also das da hinten. Aber es geht doch jetzt hier ziemlich schnell. Wenn nicht wieder der Kackenfrosch die halbe Wand rausschießt. Oha. Ja, also da oben ist irgendwo ganz viel Lava drauf, wie man merkt. Und das ist gar nicht schön. So. Und jetzt... Ich hab's gewusst. Warum machst du es dann? Ja. Keine Ahnung. So. Och, jetzt ist er wieder da, der Kackenfrosch. Und ich hab ihn ausgesperrt. Gleich schießt er da durchs Fenster und schießt mir das Portal aus. Ich hab keinen Flint in Steel dabei. Uiig. Hör mal. Könnte man dem vielleicht irgendwie beikommen? Hauptsache, wir schießen nicht irgendeinen von den anderen Vögeln da an. Ach ja, St. Alfons. Ist nächstes Mal wieder dran. Ja, ist nächstes Mal wieder dran. Und ich freue mich drauf. Und dann werden wir übrigens endlich die, die Netherfestung auch mal, also zumindest den Weg dorthin in Angriff nehmen. So, sehr vorsichtig. Oder besser gesagt, so vorsichtig wie möglich. Das war jetzt mal gar nicht gut. Ja. Unterseite der Slabs geht anders. So. Und ja, Horsti, da solltest du dann drauf achten. Kannst du auch in deiner in der Oberwelt machen, wenn du keine Monster spawnen haben willst. Dann kannst du die Halbstufen, die Half-Slabs hier nehmen und einfach an die untere Kante, weißt du? Also wenn du hier so einen Block hast, nicht oben dran, sondern unten dran, dann spawnt da nichts drauf. Ja, also wenn du es noch nicht weißt.
Aber wahrscheinlich weißt du es schon. So. Ich hebe hier erstmal den Netherrack aus. So, das muss auch raus, ja. Stimmt. Ich habe solche Angst, da oben zu graben. Ja, und hat mich neulich gerade wieder jemand angeschrieben, oder besser gesagt, mir in einem Chat erklärt, so von wegen, du musst doch Minecraft nicht so ernst nehmen. Du nimmst das immer viel zu ernst. Nee, wenn ich das Spiel nicht ernst nehmen würde, dann würde es ja keinen Spaß machen. Ich meine, wenn man einfach nur denkt, ach, ist doch nur ein Spiel, dann, nö, ich kann mir nicht vorstellen, so Minecraft zu spielen. mag bei dir anders sein und bei jedem anderen auch anders sein, aber ich mag Minecraft ernst nehmen. Und ich weiß, dass der eine oder andere Spaß daran hat, wenn ich Minecraft so ernst nehme. Also wenn so richtig mitzufiebern ist, weil der Honk halt so ein bisschen, oder auch nicht nur ein bisschen, die Drama Queen macht. Ja, der Honk. Die Minecraft-Drama-Queen. So hat mich noch niemand genannt, aber ich nenne mich so. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. So, und jetzt muss ich aufpassen, sonst wird mir das als homophob angesehen. Obwohl ich mich gerade selber so darstelle, als wäre ich halt ein bisschen so, ne? Ja, ja, ja. So. Und guck mal, wir kommen hier langsam, aber sicher im Irrenhaus an. Was für ein Riesenraum. Haha, und Kackenfrosch kann gar nichts. So, Kackenfrosch. Wo ist er denn? Da. Dankeschön, du Vogel. Ja, hat er wieder alles kaputt gemacht hier, oder was? Ja. So, wo ist denn... Kriegt man vielleicht das Loot diesmal? Nö, ich habe ihn wahrscheinlich wieder direkt aus der Luft geschossen. Ja, und hier werden wir uns runtertreppen. Glaubt es oder glaubt es nicht. Wir werden uns da runtertreppen bis zur Lava. Und dann da unten auf dem Ground Level bauen wir einen Glasgang. Yo. Die Veteranen hier kennen den Spaß schon mit dem Glasgang. Ach ja, schon so oft gemacht. Und wird niemals langweilig, also für mich zumindest. So, ja, wir machen hier noch das, wie gesagt, wir bauen hier noch das Material weg auf jeden Fall. So. Und ich bin auch am Überlegen, ob ich ganz verwegen sein soll. Weil es gäbe hier theoretisch die Möglichkeit, nach hier hinten raus aus dem Raum einen Gang nach Keoschheim zu bauen, also zum Netherportal Keoschheim. Momentan gehen wir ja so, dass wir hier über die Mine Honkheim, ne, gehen. Ist auch schön und gut, aber wir könnten hier hinten auch direkt einen Gang nach Keoschheim machen. Also, je mehr Gänge, desto besser. Kostet natürlich ordentlich Diarö, ist klar. Aber Diarö ist billig wie Scheiße. So, hört auf hier rumzuäugen. Übrigens, kein Schwein macht solche Geräusche. Na du Arsch. Ich muss echt dafür sorgen, dass die Viecher hier nicht reinkommen. Am besten wirklich auch mit Eisentüren. So, dass wir hier richtig sicher sind. Oder mit Gartenzaun oder so. Aber Gartenzaun brennt. Dann ist der Drachenlord da. Quick. Ja, also ich glaube, wir kriegen nicht das ganze Material weggebaut. So einfach. Ja, danke. Verschwend noch mehr Zeit, Honk. Du Honk! Quick!
Quack! Quack! Ich frage mich, wie diese Geräusche aufgenommen sind, ob da irgendwelche Menschen das Quiek gemacht haben. Wäre ja lustig. So. Wenn sie da extra Leute hingesetzt hätten, die Quiek machen. So. Nee, ne? Also so langsam habe ich hier wieder den Nether-Collar. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus aus dem Laden. Oh, hör doch mal auf, hier so rumzuschreien. Wer schreit, hat Unrecht. Und das hört sich an, als wenn ich, weißt du, wenn ich so eine 1,5 Liter Flasche Pepsi, ne? Auf Ex und dann. Dann höre ich mich exakt so an. Ja, das Ding ist, ehe wir das Gold da ausgraben können, müssen wir hier auch noch Fenster drin haben. Ne? Sonst sehen die Viecher uns hier durch die Fenster, also durch die Fenster, wo keine Fenster drin sind. Wenn du verstehst, was ich meine. Natürlich tust du das, aber vielleicht muss ich das nochmal erklären. So. Und ich will das Gold da unten natürlich haben. Das bleibt da nicht. Das wäre ja ein Triumph für die Piglins. Und den gönne ich ihnen nicht. Na prima. Ich find's ja klasse, bloß nicht die Kiste aufmachen. Ich find's ja klasse, dass man wenigstens den Crafting-Tisch anfassen darf, ne? Wann wir wohl eine Bastion finden? Hosti, hast du eigentlich schon mal sowas gesehen? Eine Bastion? Also nicht Bastian, ich habe einen Kollegen, der heißt Bastian. Eigentlich Sebastian, aber der wird Bastian genannt. Und wenn du eine Bastion am Meer hast, dann hast du eine Sebastian. nee, ist nicht lustig. Nee, ganz und gar nicht. So. Nee, also Bastion schon mal gesehen? Ja, also. Ich habe sowas in der Privatwelt schon gesehen. Und wurde dort von den Brutalisten, da den, die immer auf Randale gebürstet sind, von denen wurde ich da so übel gerasiert. Das gibt schon gar nicht mehr. Ja, weil ich von denen nichts wusste. Ich habe mal wieder die Wiki nicht gelesen. So. Man sollte eigentlich über alles die Wiki lesen. Nur woher die ganze Zeit nehmen, ne? Ja, wenn du dich weniger verklicken würdest, hättest du mehr Zeit, die Wiki zu lesen. So, dann mal los hier. Das ist die letzte Ecke von der Decke. Mhm. Wie viel haben wir denn schon wieder aufgenommen? Alter, 1:11. Ich bin 1:11 hier am Dings verschalen. So. Dann würde ich sagen, also was auf jeden Fall gemacht werden muss, ist ja hier unten die untere Kante. Egal wie es weitergeht, ansonsten die untere Kante hier, da müssen Vollblöcke rein. Sehe ich das richtig? Ja. So. Boah, ich trinke viel zu wenig und rülpse trotzdem. Das ist ungerecht. Das muss sofort aufhören, diese Ungerechtigkeit. Deswegen muss ich was trinken. Boah, ich habe so ein Pappmaul. Ah. Und ich habe noch ungefähr 1¼ Liter Tee. Also schönsten Chai-Tee mit Honig. Mmh. Lecker. Ich will halt Gold so gerne da rausholen. Und ich kann da auch nicht weiterbauen. Wenn ich das da weiterbaue, dann muss ich das zubauen und dann, ne? Weiß Bescheid. Oh, ja. Es sei denn,
Ich mach das so. So geht das natürlich. Ach, da ist ja schon wieder der Kackfrosch. So. Kackenfrosch. Sag mal, wie sieht es eigentlich hier aus? Warte mal, ein bisschen Netherrack.